Moin und schönen guten Abend und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge Splinter Cell, die Chaos-Theorie. Oh, schon wieder Splinter Cell. Kann nicht mal was anderes kommen? Was? Aber warum? Sam Fisher ist doch schon lange out. Hallo, ich mach das, worauf ich Bock habe und nicht... Ich gehe nicht mit den Trends mit. Spiel ist doch schon uralt. Spiel lieber was Aktuelles, was in den Trends ist. Mein Gott, was soll denn das? Spiel doch lieber sowas wie Fortnite. Das schauen sich alle gerne an. Oh nee, du, das ist ja überhaupt nicht meins. Da schlafe ich ja ein. Aber das Spiel hat doch sowieso keine Relevanz mehr. Das schaut sich doch sowieso heutzutage keiner mehr an. Ich sag's mal so, ich mach das, worauf ich Bock hab. Ich gehe nicht mit den Trends aber mit und basta. Das Thema ist für mich erledigt. Na gut, tschüss. Wenn du meine Hilfe halt nicht willst, dann gehe ich. Tschüss. Ja, dann geh doch. Aber du kommst nie wieder. Oh mein Gott, der geht mir so auf den Keks. Das war übrigens meine innere Stimme. Ich nenne sie einfach mal Black, weil das das pure Gegenteil von mir ist. Wir machen auch weiter mit Splinter Cell. Egal, was er sagt. Ich hoffe, der kommt nie wieder. Ich hoffe es. So, wollen wir mal schauen. Was haben wir denn hier? Wir können ja einmal... Ich muss mal eben das Licht ausmachen. Das blendet ja wie die Hölle. Okay, wir können... Warte mal, nee. Act 10, was kann ich... Ach ja, stimmt, da konnte ich das ja aufmachen. So, ich habe ja gerade gesehen, der kommt hierher, heißt, sobald er da ist und dann wieder weggeht, schnappen wir ihn uns. Langweilig. Mein Gott, ich habe gesagt, du sollst verschwinden. Mann, ey. Okay, so, ja. Okay. Ich hoffe nur, dass er jetzt keine Kamera ist. Ah, ja. Komm her! Hab dich! Du hast nichts zu erzählen? Oh, das ist ja langweilig. So, wo packen wir dich denn am besten mal eben hin? Oh, ich komme immer noch nicht auf diese Gesichter klar. Holy shit. So. Gute Nacht. So, was haben wir denn hier Schönes? Nichts und... Ah, holy shit. Man kann es nicht erkennen. Okay, weiter geht's. Ich höre jemanden. Oh, ich hasse solche Korridore. Ich kann jetzt links oder rechts lang. Und wenn jetzt einer von links kommt und ich schaue nach rechts... Aber wir können... das Licht ausmachen. Okay. Okay, jemand hat's get... Okay, wer checkt es jetzt? Wir gehen mal eben... Nein, warte mal. Er geht dann zum Lichtschalter. Von welcher Seite kommen die jetzt? Okay. So, jetzt will er natürlich das Licht wieder einschalten. Ach nee, das ist... Okay, ich möchte dir nichts tun. Du hast nichts mit der Sache zu tun. Also, wir legen dich nur schlafen. Ach, das war jetzt natürlich nicht so geplant. Ich wusste nicht, dass noch Zivilisten anwesend sind. So, machen wir das Licht wieder aus. Wow. Okay. Oh, ich hasse solche Vorhänge, man sieht nichts. Oh, da steht er. Kann ich erst... Oh Gott, ist hier hell. Ist hier hell. Warte mal, wir gehen mal andere Richtung, das ist wenigstens dunkel. Ah, okay, alles klar. Wir müssen mal eben schauen. Oh, okay. Das ist natürlich praktisch. Bin so ein bisschen Manhellen, laut mein Radar hier unten. Wir warten einfach nochmal kurz, bis er hier reinkommt. Eine geile Route, die du hast. So, warte mal. Okay, ja, haben wir. Warum hat dir niemand was zu erzählen? Ich brauche ein paar Informationen. Muss ich mal wieder in meine Einsatzziele mal kurz reinschauen. So, Ziele, was haben wir denn hier? Bitten Sie die wahre Identität von... von Nedisch raus, alles klar. Enthüllen Sie die... Abrim... Sadiqsa... Oh Gott, Hilfe! Achso. Ach ja, stimmt, wir müssen den Typen hier entführen. Da war ja was. Okay. Das ist eine große Badewanne. Oh Gott, das kenne ich noch von früher in unserer alten Wohnung. Einmal so eine normale Toilette und einmal zum Waschen.
Okay, so, dann wollen wir mal weiter. Ich habe ja noch einen Weg. Oh! Was kann ich denn damit machen? Okay, so sieht auch mein Alltag aus, wenn ich Langeweile habe. Ich schaue mein Standbild an. Greif ihn. Greif ihn. Oh. Greif ihn. So geht's auch. Oh Gott, der wird am nächsten Tag so eine Rückenschmerzen haben. Oh, dann schalten wir ihm den Fernseher aus. Da läuft sowieso nichts Gescheites. Okay. Ach, warte mal, ich komme gleich wieder in das Gewächshaus. Okay. Oh, oh, oh. Verdammt, 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 verdammt. Da kommt jemand. Wird wechseln? Oh, ach Mensch. Hätte ich das bloß gewusst. Aber ich habe noch gar keine meiner Waffen verwendet. Okay. Ich hoffe, da ist jetzt kein Lichtschalter auf deiner Seite. Was? Hä? Wie hat der... Was? Okay, das war jetzt really strange. Der hat einen auf... Was? Okay. Du lässt mir keine andere Wahl. Wenn du unfair spielst, spiele ich auch unfair. Nur leider war das das Falsche. Was war das denn eben? Wenn ich unten auf mein Radar schaue, sehe ich, dass ich komplett im Dunkeln bin und der hat auf mich geschossen. Na, das nenne ich mal einfach Sprayen. Einfach mal schießen. Einfach. Oh, oh. Okay, diesmal hab ich den Haftschocker. Hä? Okay. Was für Mist spielst du dir denn da zurecht? Mein Gott, das war doch nicht geplant. Meine Güte. Jetzt verschwinde. Guck mal, da oben ist er. Ach, der Haftschocker, immer noch eine gute Waffe. Ist da unten schon? Denn da? Hä? Okay. Ach, warte mal, warte mal. Von da oben komme ich denn hier wieder runter? Ja, moin. Ein bisschen unvorsichtig, merke ich gerade. Okay. Wir schauen mal wieder auf unsere Karte, die ich sowieso nicht. Ach du Heiliger, das ist ja ein Riesengebäude. Holy. Aber ich glaube, ich bin richtig. Ich muss weiter geradeaus. Wir schauen aber nochmal eben kurz hier rein. Ich speichere mal eben kurz nicht, dass ich jetzt verkacke. Das war sowieso eben gerade verdammt knapp. Ui. Okay, ein Bett. Wir haben eine Menge Badezimmer, fällt mir gerade so auf. Oh Gott. Hallo? Okay, niemand da. Alles klar, okay, scheint sicher zu sein. Oh ja, Lüftungsschächte, ich liebe es. Okay, das könnte ich mal nehmen. Ist der Käse da drin? Könnte sein. Versuch, so viele Informationen wie möglich zu sammeln, bevor du in Aktion trittst. Gut möglich, dass du nur einen Versuch hast. Oh. Das ist nicht gut. Oha. Oh, das ist hier verdammt hell. Wie mache ich das denn jetzt bitte? Boah, das macht sich besser. Was meinst du damit? Wir haben den Beweis. Das Konzept funktioniert. Aber jetzt ist das. Muss hier runter, aber.
Ich weiß nicht, wie weit der Werfer geht. Ich speichere mal kurz. Weil, wenn ich hier runtergehe, sieht er mich. Okay, okay, das war vielleicht nicht die richtige Entscheidung. Ja, ja, möchte ich. Okay, vielleicht sollte ich das lieber sein lassen. Aber wie hat er das gecheckt? Geh mal hier runter, mal sehen. Ich versteck mich mal da im Dunkeln. Oder? Ah, okay, das wird... Okay, ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Wie komme ich hier rein? Ach so. Okay, okay, okay. Müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Runter? Nee. Boah, das sind doch bestimmt 1000 Wachen. Das kann man... Siehste? Okay, 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 okay. Oh, nee, nee, nee. Ja, was soll ich denn bitte machen? Wir sind... Nee, das können wir besser. Wie soll ich das denn bitte machen? Der hebt doch jeden Moment ab. Ich muss mich doch ein bisschen beeilen. So, ich weiß ja sowieso, dass er gleich abhaut. Runter mit dir, Seth. Mein Gott, Fischer, lass Shetland nicht entkommen. Ist er ein Ziel? Er ist das Ziel. Renn, renn, renn um dein Leben. Ah, verdammt. Und, eps. Oh. Wie mache ich das denn jetzt? Das sind zwei Wachen. Habe ich jetzt... Ja, okay, ich... Okay, das kann man nicht schaffen. Alles klar. Okay, das hätte man sowieso nicht schaffen können, merke ich gerade. Aber wie komme ich jetzt da durch, ohne dass die mich entdecken? Einer steht da. Einer steht direkt an der Ecke, oder? Ja, da steht einer. Und da steht einer. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass... Zack. Zack. Wir müssen jetzt so ein bisschen schneller sein. Was sind jetzt überhaupt noch meine Ziele? Mal schauen. Okay, finden Sie die wahre Identität von... okay, die Identität finden wir noch irgendwo hier raus. Nur wie? Okay, dich hauen wir auch noch mal um. Oh. Oh. Ich habe keine Haftschocker mehr. Dann machen wir das eben anders. Wenn es jetzt Schlaf... Nebelgranaten. Okay, nehmen wir einfach mal... Aber die funktionieren jetzt. Warum habe ich kein Signal? Das ist doch der Anfang, richtig? Der checkt das nicht. Vielleicht... Oh, ein bisschen leiser. Vielleicht kennt der die Identität. So. Okay, wir haben in dieser Folge keinen einzigen verhören können. So. Und nun? Ich weiß, dass ich die nochmal eben scannen kann. Hallo? Nichts. Absolut nichts Verdächtiges. Moment. Der bosnische Barbier. Danke, aber ich habe schon einen Friseur. Der ist aber Italiener, glaube ich. Ist auf der Ecke, direkt neben dem Donutladen. Die Papiere der Leasingfirma verweisen auf eine Scheinfirma, die von einem gewissen Miloš Novak gegründet wurde. Diesen Herrn Novak kennen wir unter dem Namen Milan Nedic. Novak ist ein Kriegsverbrecher aus den Tagen des Bosnienkrieges. Er wird der Barbier von Bosnien genannt, weil er Berichten zufolge einige seiner Kriegsgefangenen skalpiert hat. Der Knabe wird sich wohl nicht so schnell freiwillig dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag stellen, was? Nein, wohl kaum. Okay, das wollen wir auch nochmal... Oh. Oh. Das waren deine primären Missions... Oh, Hugh. Wir können dich jetzt jederzeit da rausholen, Fischer. Verstanden. Und wo muss ich hin? Einmal meine Super-Duper-Karte wieder öffnen. Ich bin da. Ich muss
Irgendwo runter muss ich auf jeden Fall. Heißt, es könnte... Vermute es einfach mal. Ich hoffe, wir sind jetzt keine Gegner mehr. Sonst wäre es ziemlich blöd. Ich glaube, das ist der richtige Punkt, wo ich hin muss. Ja, muss. Das ist das Einzige, wo ich runter kann. Siehst du? Okay, das war eine komisches Ende. Ich habe zuerst gedacht, den kann man kriegen, aber anscheinend ja wohl nicht. Doch ziemlich lustig. 83%, okay, das ging sogar. Haben wir entdeckt? Habe ich jemanden getötet? Ja, einen. Das ließ ich auch nicht anders vermeiden. Okay, weiter. Oh, die U-Boot-Mission, die ist geil. Heute verkündete Botschafter Long Dan, dass die Chinesen Nordkorea bestätigen werden, dass die Rakete, die Walsh versenkt hat, versehentlich gestartet wurde. Wir beobachten die Lage weiterhin sehr genau. Und wir streben nach einer friedlichen Lösung. Was nicht bedeutet, dass China darauf verzichtet, all seine verfügbaren Ressourcen dazu einzusetzen, um seine Interessen im asiatischen Raum gegen Aggressoren zu verteidigen. Soweit es sich im Augenblick beurteilen lässt, sind von Seiten der Nordkoreaner maximal 200.000 Mann an der Grenze zusammengezogen worden. Mehr kann ich Ihnen zurzeit nicht sagen. Monty? Montgomery Lewis, Times. Kennen wir die Strategie der Nordkoreaner für den Fall, dass alle diplomatischen Bemühungen scheitern? Es ist ein offenes Geheimnis, dass die nordkoreanische Armee es höchstwahrscheinlich darauf anlegen wird, Seoul einzunehmen, und zwar so schnell es geht. Sie werden vermutlich ohne Rücksicht auf Verluste vorrücken. Aber darauf sind wir vorbereitet. Die Hauptstadt liegt in der Reichweite ihrer Artillerie. Ein Krieg würde in jedem Fall katastrophale Auswirkungen haben. Ein Krieg wäre jetzt ziemlich blöd. Ja, ziemlich blöd. So, wir gehen wieder auf Deckung. Oh, wo sind wir denn? So, ich würde aber mal sagen, das war's erstmal mit dieser Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch diesmal gefallen mit meinem zweiten Ich. Ich glaube, der kommt nie wieder. So schnell wirst du. Ich hab gesagt, du sollst dich verpissen. Okay, das war's diesmal. Und wir sehen uns in der nächsten Folge weiter. Ciao.